Du Martin, wie wollen wir das Ganze jetzt überhaupt anstellen? Das überlege ich mir auch schon. Wie sind wir noch auf diese Idee gekommen? Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Also eins steht auf jeden Fall fest, die Kinder dürfen jetzt nicht runterkommen. Also gerade nicht. Aber wie kriegen wir das hin, dass sie von all dem überhaupt nichts mitbekommen? Also ich könnte ja die Kinder rufen und sagen, dass es hier unten was zu tun gibt, weil dann werden sie ganz bestimmt nicht hier runterkommen. Also, kann ich anfangen? Ja, los, fang jetzt Nein, endlich jetzt an! Nein, jetzt bin ich aber mal dran. Aber ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün. Ach Emma, nicht so was Einfaches. Du meinst Julians Hose. Nein, meine ich nicht. Aber warte mal, ich dachte auch meine Hose. Was ist denn sonst hier noch grün? Nein, das vielleicht, ist es nicht. Ihr vielleicht Rannas Unterhose, wobei die kann man sowieso nicht... Die ist nicht, nicht grün. Dann wird's langsam spannend. Meinst du vielleicht... Ach, du meinst vielleicht Julians Decke, aber die ist blau. Nein. Vielleicht der Stift da an der Ecke? Nee, die auch ist, nicht. Die ist gelb. Ja, komisch. Ah, perfekt. Die scheinen sehr, sehr beschäftigt zu sein. Super. Dann können wir unsere Sache ja kurz erledigen. Wobei, kurz ist... du, die Kinder sind mega beschäftigt. Ach, Stefan, du bist ja auch schon da. Sehr gut. Also, was wäre ein Familie-Vogel-Projekt ohne Stefan? Ohne dich. Danke. Vielen Dank. Also, ich habe alles im Auto. Bretter und zum Verschrauben, Werkzeug, also es kann losgehen. Okay, wo sollen wir das denn jetzt aufbauen? Hast du eine Idee, Claudia? Keine Ahnung, irgendwo hier, oder? Ich denke, hier könnte das ganz gut hinpassen. Okay. Ich werde mal eben noch das Sofa beiseite schieben, dann passt es auf jeden Fall. Leute, die erste Hütte ist doch gleich schon fertig. Claudia, mach das doch bitte nicht alleine, ich helfe dir, warte einen Moment. Okay, auf drei. Eins, zwei und drei. Oh. Mit deinem Bein! Ja! Okay. Also die Hütte müsste eigentlich jetzt hier hinpassen, oder? Was meinst du? Ich denke schon. Martin, Claudia, packt ihr mit an? Die Hütte ist fertig. Oh, schwerer als gedacht. Oh, total. Was ist denn hier alles verbaut, bitte? Mega naja, schwer. Hauptsächlich Holz. Claudia, steht die so gut hier? Ich glaube, das kann so bleiben. Oh, und jetzt habe ich hier meinen eigenen Stand. Super, da kann ich meine ganzen leckeren Sachen anbieten. Du, Claudia, ich hätte gerne ein Lebkuchenherz, bitte. Danke. Martin, jetzt doch noch nicht. Hier sind doch noch gar keine Sachen. Ach so, okay, alles klar. Wir müssen uns erst hier wirklich bemühen. Ist noch nicht fertig. Ja. Leute, die zweite Hütte steht. Sollen wir hier direkt stehen bleiben? Super. Stefan, ich weiß überhaupt nicht, wie du das machst, aber bei dir sieht das total einfach aus und es geht blitzschnell. Ich hätte, glaube ich, dafür 3 Tage gebraucht. Ach, danke, Claudia. Du weißt ja, ich liebe so große Projekte. So, damit unsere Weihnachtsparty hier ein voller Erfolg wird, müssen wir jetzt noch die ganzen Sachen in die Stände einräumen. So, okay, die Kekse packe ich dann hier rein. Simba, möchtest du auch ein paar Kekse? Nein, jetzt nicht. Aber irgendwie ist klar, dass du nur rauskommst, wenn es Essen gibt, ne Simba? Wo ist denn die Samira eigentlich? Also drüben ist das ganze Essen und hier sind die Getränke. Passt doch super. Okay, ich glaube, die Vorbereitungen sind soweit jetzt zu Ende. Also die Party kann ja eigentlich jetzt steigen, oder? Ich glaube, unsere ersten Gäste sind schon da. Oh Mann, also ich hab so eine coole Weihnachtsparty hatte ich noch nie. Ich auch nicht. Das ist ja wie auf dem Weihnachtsmarkt hier. Total super. Voll Hammer, was sie hier auf die Beine gestellt haben, ziemlich gut, oder? Aber sag mal, hast du Hannah irgendwo gesehen? Die fehlt doch, oder nicht? Nö, ich hab sie nicht gesehen. Komisch. Also ich glaube, die Party ist hier im vollen Gange, oder? Das Wohnzimmer wird immer voller. Will jemand was von meinen Schokomandeln abhaben? Die schmecken richtig lecker. Also schau sich das mal einer an. Ein Weihnachtsmarkt... Im Haus, also du weißt ganz genau, was wir getan hätten, oder? Ein Weihnachtsmarkt gemietet. Ja, ganz einfach, für eine ganze Woche dann. Also ich verstehe nicht, warum wir hier auf dieser komischen Weihnachtsparty sind. Also tut mir leid, es ist Ach, komm schon, unverständlich. Mike. Ach, lass uns ein bisschen Spaß haben. Ich werde viel lieber in Paris. Nein. Es war auch nicht ganz mein Fall, aber gut, mischen wir uns unter die Leute. Unter das einfache Volk. Martin, hier, sag mal, wo sind eigentlich unsere Kinder? Also ich hab die nicht gesehen, ich dachte, die wären bei dir. Sind sie noch nicht unten oder wie? Ich dachte, denen wolltest du Bescheid geben. Hä? Martin, aber ich dachte, du wolltest denen Bescheid geben. Oh, okay. Also mich wundert es immer noch, dass sie hier vom ganzen Lärm noch nichts mitbekommen haben, dass sie noch oben sind. Also normalerweise sind die doch ganz hellhörig und kommen direkt nach unten. Verstehe ich nicht. Unsere Kinder sind immer noch da oben? Jo. Aber das sollte doch auch eine Überraschung für die sein. Das haben wir total vergessen. Boah, Emma, wir sind hier schon seit 1, 2, 3 Stunden. Sag doch jetzt endlich, was du genau, siehst. Genau, einfach verraten. Boah, ich kann nicht mehr. Hier ist nichts Grünes. Julian, Hannah, Emma, kommt mal runter. Okay, dann gebt einfach auf. Ich meine natürlich meinen grünen Strandler. Der ist mintgrün. Oh, Emma, der ist doch nicht Dein grün. Dein Ernst? Ich glaube, Mama hat nach uns gerufen. Endlich ist das Spiel vorbei. Das war ja der absolute Albtraum. Oh, runter mit euch. Was ist denn los, Mama? Gibt's Essen? Das kann man wohl sagen. Schaut doch mal, wir haben eine Party hier bei uns und ihr habt alles schon verpasst. Oh.
Wow, was ist hier denn los? Wo kommen die ganzen Leute her? Das ist ja ein Weihnachtsmarkt bei uns. Die ganze Kindergruppe ist ja hier. Hey Dave, du bist ja auch da. Anna, sag mal, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich bin schon seit einer Stunde hier und ich habe dich noch gar nicht gesehen. Mir hat keiner was gesagt. Wie? Hat jemand Bock auf Mandeln? Also Ashley ist da, Sarah ist da, sogar Andreas ist da. Oh Mann, oh Mann. Oh, und Nils ist auch da. Hey Nils. Oh wow, ein Weihnachtsmarkt bei uns zu Hause. Was für eine tolle Überraschung.